Aber wenn ich jetzt mal, die 90er hast du eben erwähnt, ja, oder deine Anfänger auch so. Wenn ich jetzt mal zurück überlege, meine Oma hat immer gesagt, den Appel darfst du nicht gucken, der sagt die bösen Wörter. So ja. Aber gibt es denn irgendwas, worüber du sagst, da will ich nie Witze drüber machen? Also nee. Ich hab, nee, ne? Gibt's nicht. Nein, weil das ist immer, man kann über alles lachen, aber nicht mit jedem. Das ist so ein Standardspruch eigentlich. Aber gibt es denn irgendwas, worüber du sagst, da würde ich nie Witze drüber machen? Also nee. Ich hab. Nee, ne? Gibt's nicht. Nein, weil das ist immer, man kann über alles lachen, aber nicht mit jedem. Das ist so ein Standardspruch eigentlich. Den ja. hab ich, der kommt aus Frankreich irgendwie. Und der bringt es auf den Punkt, du kannst mit allen irgendwo. Du musst nur die Situation richtig einschätzen ja. können. Ja, also wenn du mal im Hospiz spielst, da kannst du ganz andere Todeswitze machen als auf der Bühne. Da sind die ganz andere Betroffenheit. Also letztendlich musst du versuchen, alles zu machen, aber musst auch nicht um jeden Preis die Stimmung in den Keller fahren. Ne? Mhm. Das ist halt, du musst halt immer gucken, was kann ich den Leuten noch zumuten? Und du musst, wenn du richtig böse sein willst, musst du auch wieder verdammt charmant auf der anderen danach Seite sein. Danach noch grinsen, ne? Damit ja, du musst, ja, nur grinsen reicht nicht. Das sehe ich ganz oft bei Kollegen, die dann ganz böse Sachen und dann lächeln sie dabei. Es kommt nicht charmant, es kommt nur zynisch. Okay. Und davor muss man sich hüten, zynisch zu sein. Ich glaube, hat man mir immer nachgesagt, ich werde zynisch. Ich glaube, ich war nie wirklich ein Zyniker. Ja, ich nehme die Sachen schon sehr ernst, aber Zynismus ist Boshaftigkeit. Hm. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte schon frech sein und ich möchte auch gerne an Tabus gehen. Das ist für mich aber nur eine Sache von Provokation, um Reaktion herauszulocken. Hm. Also, ich mache das immer gerne abends, so die Schwulenfeindlichkeit. Bei Männern, die sind alle schwulenfeindlich. Die sagen zwar, ne, hab nichts gegen Schwule, aber in Wirklichkeit ist Homophobie total gesetzt. Hm. Und das ist für mich ein Thema, weil ich mir denke, eine liberale, tolerante Gesellschaft ist weder Frauen feindlich, noch ausländerfeindlich, noch schwulenfeindlich. Und das ist in der Regel so, wenn du mit Leuten zu tun hast, die was gegen Schwule haben, die haben auch was gegen Frauen und die haben auch was gegen Ausländer. Das ist in der Regel so. Also es ist halt wie so ein Lackmustest. Also wenn du merkst, Jungs, die haben ein Problem mit Homosexualität, dann sind die nicht tolerant, dann sind die nicht aufgeklärt, dann haben die es nicht wirklich gelernt, dann haben die echt ein Problem. Und wenn du dann rausgehst und die anmachst und sagst, du bist schwul, ne? Wenn die dann so reagieren, dann weißt du ganz genau, du hast es auch nicht ganz begriffen. Ja. Also ich glaube, also gerade ausländerfeindlich, das sage ich ja immer, überall, weil wir immer alle so tun, als ob. Also Frauenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit ist viel weiter verbreitet in unserer Gesellschaft, als wir uns das auf der Hochglanzbroschüre unserer Bildungsgesellschaft zugeben wollen. Sobald ich mit einem normalen Arbeiter zwei Bier trinke, ist der rassistisch, frauenfeindlich und homophob. Das ist wirklich Gesetz. Das muss man gerade mit Männern, muss man da arbeiten. Tatsächlich muss man denen das abgewöhnen. Ich habe ja auch Söhne. Weißt du, und da weißt du, du musst mit denen reden, weil die lachen, wenn die einen Mann sehen, der mit Frauenklamotten rollt, wird das erstmal, ne? Wird drüber gelacht. Und unsere Gesellschaft, ne, das, wir sind da ja auch gar nicht vorsichtig. Da hast du dann so ein Bulli zum Beispiel, der lebt die ganze Zeit davon, dass er eigentlich schwulenfeindlich ist. Und man sagt eigentlich gar nicht, hallo, 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 haha. Das ist dann sofort lustig. Sobald ein Mann sagt, hallo, bitte, ist sofort witzig. Warum? Das ist eigentlich frauenfeindlich und schwulenfeindlich. Ja, warum lacht man solche Leute aus? Warum ist das so? Und damit beschäftige ich mich natürlich. Das hört sich aber echt alles sehr tiefgründig an. Also hätte ich so jetzt auch nicht. Ja. Ich habe dich ja schon öfter live gesehen, aber es ist wirklich, es steckt ja auch was hinter. Also, man muss ja auch ein bisschen, also von nichts kommt ja nichts. Also es beschäftigt mich ja auch. Das ist ja, da ist ja auch eine Wut natürlich dahinter. Und ich glaube, die hat was sehr viel damit zu tun, dass ich mit meinen Artgenossen so hadere. Ja. Weil es einfach auf uns abfärbt. Also diese Sexismusdebatte, die färbt auf mich als Mann auch ab. Ich stehe immer auch als Sexist da. Deswegen darf ich, Mann, ne? Ja, als Mann, ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn ich sage, ficken, Arschloch. Wenn eine Frau sagt, ficken, toll. Caroline Kebekus kriegt einen Comedy-Preis für ein Programm Pussy-Terror-TV oder was. Wenn ich mit Pimmelalarm unterwegs wäre, wäre es schon wieder sexistisch. Also das heißt, wir sitzen als Männer immer in dieser beschissenen Sexismusfalle drin, weil wir so ein beschissenes Image haben. Und das liegt halt an diesen ganzen Arschlöchern, die da draußen rumlaufen und Frauen an den Po grapschen und meinen, sie wären was Besseres und sind halt gewalttätig dabei. Und ich habe das einmal erlebt, als ich mit, wen war das denn? Colleen war das. Colleen, die ist ja jetzt mit dem Ulmen zusammen, Fernandes Ulmen. Mit der war ich einmal unterwegs, so eine kleine Halbinderin und, oder glaube ich, die ist sogar eine Vollinderin, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall total süße, kleine Person. Und ich bin mit der mal nach dem Dreh, sind wir mal über die Straßen, ich glaube, das war sogar hier in Berlin. Ne, wir sind ja jetzt in Düsseldorf, ich wohne jetzt in Berlin.
Ich komme immer ganz durcheinander. Wir sind in Berlin über die Straße. Was die sich halt anhören müssen, diese grölenden Männer im Rudel. Geil, geil, Fixau, Schlucksau. Weißt du, wo du sagst, ey, was? Und die sagt, ja, das ist völlig normal. Die kennt das. Also, du kannst, also im Prinzip hast du gerade in großen Städten, hast du als Frau ab 1 Uhr Ausgangssperre. Meine Frau würde sich das auch nicht antun, von der Arbeit abends mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu fahren. Die fährt mit dem Auto. Also es gibt eine große Gefahr und die ist da und die ist sehr, sehr unangenehm. Und das macht man sich als Mann oft nicht klar, wie unangenehm das ist für Frauen. Und das ist tatsächlich, dass sie immer noch wie freiwillig quasi gehandelt werden. Dass es immer noch ziemlich brutal und bösartig ist. Und da ärgere ich mich dann drüber. Und das wird dann verarbeitet. Und das wird dann verarbeitet, deswegen will ich dann mit denen arbeiten. Und ich sage, Jungs, mal gut gelaunt in die zweite Reihe, jetzt benehmt euch mal anständig. Der, so der Martin Rütter der Männlichkeit, weißt du, der Sitzplatz. Das heißt, heute Abend werden dann in Düsseldorf quasi die Männer noch ein bisschen besser erzogen. Ich meine, in Düsseldorf sind sie eigentlich ganz, ganz gut erzogen. Aber nein, Männer sind grundsätzlich, man glaubt es nicht, wie schlecht die sind. Und vor allem, die wollten mich am meisten, was mich spart, wie unwillig die sind. Also wenn du da so, wie humorlos, weil wenn du sagst, Jungs, wollen wir besser werden, wirst du nachher sehen, nö. Sind wir schon. Wir sind schon geil, so wie wir sind. Und dann merkst du, und dann sagen wir mal, wir sind ja eine Mischung aus Macho und Weicheis, so soll man ja sein, das ist das, was die Frauen wollen. Also sind wir ein Matschei. Dann sag ich, Jungs, steht mal alle auf, sag ich, bin ein Matschei. Kommt nicht, die sitzen da. Also ihnen fehlt tatsächlich dieser Humor, also sich wirklich mal wirklich selber zum Deppen über zu machen. Sich selbst auch zu lachen. Über sich selber zu lachen. Ich glaube, das ist das Tolle, glaube ich, an Comedy und vor allen Dingen an dem, was ich natürlich auch mache. Ich versuche, die Leute nicht dazu zu bringen, immer nur über andere zu lachen. Das ist so einfach. Die da alle doof, die alle. Ja, so dieses Trash-TV-Phänomen, ne? Ja, wir gucken uns andere an. Ja, und lachen über die anderen. Das ist ja die böse Form des Humors. Richtig guter Humor ist ja, wie ich immer so schön, wenn man sich aktiv an seiner eigenen Zerstörung beteiligt. Und das ist, ich glaube, da sind wir dann ganz weit vorne, wenn man damit arbeitet. Also wirklich sich mal wirklich sich als Schnäppchen verkaufen. Nicht immer sagen, ich bin das Geilste, sondern Sonderangebot, Montagsproduktion angekatscht, aber günstig geschossen. Weißt du, so, so von der Haltung her einfach. Einfach mal als gerade mit den Männern mal gut gelaunt in die zweite Liga absteigen. Mhm. Und das kriegen die aber nicht hin. Also Männer sind selbstgefälliger, selbstgerechtiger und immer noch so oft auf dem Ding, wir müssen ganz toll sein, weil wenn sie das nicht kriegen, dann schnappen sie sich einen Sprengstoffgürtel und sprengen die Welt in die Luft. Und das sind alles, was wir gerade da erleben weltweit. Frustrierte Männer sind das Gefährlichste, was diesem Planeten passieren kann. Ob das ein Erdogan ist, ob das ein Trump ist, das ist alles ein Ausdruck von männlicher, vor allem auch sexueller Frustration. Die wollen alle geil sein und wollen make America great again und wir. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass im Jahre 2017 noch solche Honks rumlaufen und auch noch zustimmen, werden, ne? Die dann auch noch gewählt werden. Wo du denkst, nee, dann lieber Demokratie abschaffen und nicht ranlassen. Aber ich muss echt sagen, ich freue mich. Aufs Programm. Ja, lass dich überraschen. Dann erzähl mir doch noch, was du planst für nächstes Jahr. Gibt es noch irgendwas? Die Liste ist ja lang mit den Terminen. Ne? Ich bin ja immer viel unterwegs. Wie es weitergeht, man weiß es nie. Weil ich bin immer so ein Patchworker. Das heißt, ich muss mir immer irgendwie eine Idee suchen, wo es dann irgendwo hingeht. Ich glaube, dass dieses Männer-Frauen-Thema, also gerade dieses Männererziehungsthema, das wird mich auch weiterhin beschäftigen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sich das ändert. Die aktuelle Weltlage gibt mir recht. Ich glaube, der Stoff geht dir erstmal nicht aus. Da musst du dranbleiben. Und da kann man vielleicht auch noch mehr so bewegen. Ich habe ja schon alles versucht, eine Kirche zu gründen. Jetzt ist es eher so der Martin Rütter der Männlichkeit. Mal gucken, wo es vielleicht machen wir ja mal einen Knast auch für Männer. Mal sehen, ich muss mal gucken. Das ist ein Männerhaus. Also, nicht der Männerhaushalt, das Männerhaus. Genau, das Männerhaus. Also, so wie, es gibt ja diese Frauenhäuser und dann gibt es eben Männerhäuser. Man muss sie vielleicht einfach mal isolieren. Ich weiß es nicht. Gut, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Findest du? Ja. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Kein Thema, ich muss ja jetzt gleich erst auf die Bühne. Ich habe ja noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, ne? Ich freue mich. Dann viel Spaß. So. Ja, danke schön. Ich hatte eben auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch schon einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.